Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pumuckl Fang den Klabauter. Ja, wir waren das letzte Mal hier im Geisterwald unterwegs und jetzt geht es in die nächsten 5 Level und zwar in die Smaragdhöhle, wenn ich mich jetzt richtig an den Namen dieses Levels erinnere. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und ja, hier sind wir in der Smaragdhöhle. Hier haben wir ein neues Item, das wir bisher noch nicht hatten, und zwar den Presslufthammer. Ich glaube, er heißt so. Ich kann mal eben kurz nachschauen. Eigentlich ist es ja eher ein Pressluftbohrer, falls es sowas gibt. Das weiß ich gar nicht so genau. Moment, hier, genau. Ein nicht eingesetzter Presslufthammer. Presslufthammer, jawohl. Alles klar. 8 extra Punkte, wow. Ist ja richtig viel hier. So, weiter geht's. Moment, die Maus kann ich mal hier irgendwie hierhin bewegen. Und dann fangen wir mal an. Wir haben 2 Klabautermänner. Ja, okay. Gut, uns bleibt eigentlich erstmal nichts weiter übrig, als in diese Richtung zu gehen, weil wenn wir links runterspringen, dann landen wir sofort beim Klabauter. Und das wäre irgendwie ein bisschen dämlich. Ja, deswegen hier auch eine Leiter einzusetzen, um da hochzukommen, das bringt gar nichts. Deswegen setzen wir einfach mal den Presslufthammer ein. Und er macht halt genau das, was ich gerade schon gesagt habe. Es ist quasi ein Bohrer. So, die Steuerung muss mich auch noch mal kurz gewöhnen. Moment. Alles klar. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, genau. Du kletterst mal raus, aber du kannst bitte hier einmal drin bleiben. So. Ich finde, hier ist eine schöne Position für eine magische Leiter. Dann können wir uns... Ach, der kommt da wieder. Das ist doof. Ja, kommt mal her. Kommt mal hier die Leiter hoch. Ich möchte nämlich gerne diese Traumblase einsammeln. So, ein extra Leben. Wundervoll. Renn. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir da oben rankommen. Ich mache am besten... Okay, sie sind sowieso weg. Ich muss mich jetzt hier oben beeilen. Denn ihr seht... Ach, jetzt respawnt er da hinten. Oh. Das ist gerade alles ein bisschen unschön. Ich muss... Also zumindest, wenn ich an die ganzen Presslufthammer rankommen möchte. Da ich da oben halt nicht Löcher machen kann. Ich muss jetzt mal schauen, wie das hier klappen wird. Also erstmal kann der mir hier den Edelstein geben. Ja, das ist schon ganz praktisch, wenn wir das ausnutzen, dass sie uns die Sachen droppen. So, ich wage es jetzt einfach mal. Vielleicht, wenn er hier runterfällt, dann kann ich hier ein Loch machen. Aber ich möchte eben auch die Presslufthammer haben. Na, komm her. Komm, lass dich fallen. Sei ein braver Klabauter genau da. Das ist perfekt. Wundervoll. So, ich baue mich jetzt einfach mal hier runter. So. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen Glück haben, wo der genau respawnt. Da rechts, wunderbar. Hätte er oben respawnt, dann könnte er hier runterfallen. Aber so ist die KI halt nicht intelligent genug. Deswegen hoffe ich zumindest. Moment. Gut, hätte ich da jetzt rechts gebohrt, hätte ich da mit der Leiter nochmal rausgekonnt. Das wird jetzt hier nicht funktionieren. Da die Leiter von der Leiste aufgehalten wird. Aber das ist nicht so weiter schlimm. Denn, tada, der Ausgang ist direkt hier. Also einmal einfach nur einen kleinen Presslufthammer eingesetzt und schon können wir ins nächste Level gehen. Wunderbar. Okay. Oha, 3 Klabautermänner und ein weiteres neues Item, der Schneemann. Den können wir einsetzen, um ein Eisnetz zu spinnen. Und jeder Klabautermann, der reinläuft, friert erstmal ein für eine gewisse Zeit. Das ist ganz praktisch. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach links und holen uns hier oben die Edelsteine. Und da der Klabauter da unten freundlicherweise einfach mal weggeht, können wir uns hier auch die Pumuckl-Münze holen. Ja, die goldenen Münzen sind Pumuckl-Münzen, die blauen Münzen sind Klabauter-Münzen. Oh, mal, ob das reicht. Na komm, renn! Ach, wunderbar. Gut, dann erstmal hier oben das. Also Sachen aus Sackgassen holen ist immer eine schöne Sache, wobei eigentlich ist es ja keine Sackgasse. Moment, Moment! Den nehme ich erst mit. So. Dann... Eigentlich könnte ich auch mal so einen Schneemann demonstrieren, oder? Ich meine, die Punkte sind mir sowieso nicht so wichtig. Aber, ach, muss ich eigentlich nicht machen. Wir werden das später noch sehen, garantiert. So, genau. Hier kommt die Leiter raus. Wunderbar. Dann hätten wir das Level auch geschafft. So. Genau, jetzt, da könnt ihr das nämlich sehen. Jetzt haben wir da solche Eisnetze.
Und wenn ein Klabauter da reinläuft, dann friert er eben ein. Das ist genau das, was wir halt auch kreieren würden, wenn wir einen Schneemann setzen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier oben die Klabautermünzen und unten Stiefel. Das sieht alles ein bisschen kompliziert aus. Und die Traumblase. Die Traumblase möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ah, super, wir fallen erstmal durch. Okay. So, wir haben Stiefel. Das Schöne ist, Pumuckl kann einfach durch diese Netze durchlaufen. Deswegen ist das super. Und wir können auch an den eingefrorenen Klabautern vorbeilaufen. Moment, erstmal hole ich mir die Stiefel. So, dann habe ich das nämlich alles mitgenommen. Na, bin ich schnell genug? Bin ich schnell genug? Bin ich schnell genug? Ah, nein, natürlich nicht. Schade. Okay. Ich kann natürlich unter einem Netz leider kein Loch machen. Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Wie gesagt, die Netze, die platziert sind, die bringen uns sowieso keine Punkte. Ah, oh, das war ja unfair. Hoppla, hab ich dich. Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Okay. Ja. Frau Bettig hat Bananen auf dem Markt verkauft. Wie viel hat sie noch übrig? So, wie viel haben wir denn in einer Kiste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das heißt, wir haben hier 30 Bananen und wir haben hier 24. Das heißt, eigentlich müssten wir noch 6 haben. Das war falsch. Was? Vielleicht lasse ich dich das nächste Mal laufen. Wieso war das falsch? Habe ich irgendwo... Moment. Also in einer Kiste haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bananen. Sind da unten mehr drin, oder wie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder zählt da nicht die ganze Kiste? Das heißt, hier hätten wir dann theoretisch 24 Bananen und hier hätten wir dann 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aber das wäre dann auch nicht 7. Hä? Also 3 Kisten minus 2 Kisten sind eine Kiste. In einer Kiste sind 10 Bananen, minus 4 sind 6, oder nicht? Bin ich jetzt vollkommen doof? Oder bringt das Spiel uns einfach falsche Mathematik bei? Na egal, wir haben ja eine Traumblase eingesammelt. Und wir können sie jetzt auch wieder einsammeln. Also ist es nicht so schlimm, es ist nur ein bisschen nervig, dass wir das ganze Level nochmal machen dürfen. Toll. Ja, das mit den Zählsachen und so, das ist irgendwie ein bisschen doof. Erstmal die Traumblase holen, falls wir wieder draufgehen sollten. Also ich hoffe, wir kommen dann bald zu den richtigen Matheaufgaben mit Zahlen, weil das ist halt einfach ein bisschen sinnvoller, praktischer. So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, ob irgendeiner von den Klabautern irgendwas bei sich hat. Aber hey, wir können die Edelsteine hier schon mal einsammeln. So. Ich wage es einfach mal, hier runter zu springen. Renn! So, hast du irgendwas dabei? Sieht nicht so aus. Okay, eigentlich könnte ich da oben jetzt die Sprungstiefel benutzen, aber... Ach, der respawnt da oben, okay. Komm schon, du rechts musst aus dem Loch klettern, genau. Oh wei. Ach, der kommt jetzt auch wieder da oben wieder. Oder nicht? Ja, okay, egal. Dann verzichte ich jetzt einfach mal auf die Punkte für die Springstiefel. Ah, das wollte ich nicht. Genau, kommt ihr mal da runter und dann kann ich einfach so hier dran springen. Das ist mir sonst zu stressig. So. Ach, und da ist auch dann direkt das Tor. Wunderbar. Tja, ein Level geschafft, eine Matheaufgabe irgendwie versagt, obwohl ich immer noch sicher bin, dass ich die richtige Lösung hatte. Oh, hier haben wir Klabauterflaschen. Und die sind ganz witzig. Wenn wir da nämlich eine einsetzen, werden die Klabauter für eine gewisse Zeit sehr, sehr langsam. Was natürlich ziemlich witzig ist. So, wie gehe ich am besten vor? Das Problem ist, hier oben kann ich keine Löcher machen. Deswegen springe ich nochmal nach ganz unten. Die sind eigentlich... Na gut, da links könnte ich noch Löcher machen. Und da oben komme ich nicht dran. Es ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass die Klabauter so langsam geworden sind. Aber hey, so können sie wenigstens auch nicht vernünftig aus den Löchern rausklettern. Ah, jetzt haben sie wieder normales Tempo. Okay. Ach, der hat eine Kette dabei gehabt. Gut zu wissen. Oh, der kommt raus. Nein. Kannst du nicht hier hochklettern? Komm schon. Oh, die respawnen. Warte mal. Moment. Geh zurück. Na, geh zurück. Wie man ihn verarschen kann. Das ist witzig. Und dass die da drüben respawnen, finde ich super. Wir sollten bloß selber nicht runterfallen. Nein, komm mal her, komm mal her.
komm her. Nein, hier. Ich sehe schon, ich werde gleich wieder von dem aufgefressen. So, wunderbar. Alles klärchen. Okay. Ah, da fahren wir durch. Super. Gut, dann holen wir uns jetzt hier noch die Pumuckl-Münzen und den Edelstein und... Ach, da oben habe ich einen übersehen. Okay, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja ohne Probleme da jetzt ganz entspannt hochklettern und den Edelstein mitnehmen. Und dann kommt das Tor ist jetzt da links, wo die ganzen Klabauter respawned sind. Und ich hätte die gar nicht umbringen dürfen. Ah, doch nicht. Okay, Glück gehabt. So. Yay. So, oha, das sieht schon wieder ein bisschen komplexer aus. Was haben wir denn da? Eine Traumblase, das ist schön. Sehr viel Sumpf da oben, das finde ich weniger schön. Egal, wir klettern erstmal hier hoch. Das Problem ist da oben rechts die Sachen. Ja, wenn ich hier hochklettere... Ah, das könnte klappen, so. Ah, das Problem ist... Nee, das wird nicht klappen, ich bin zu langsam. Das Problem ist, ich muss wieder zur Leiter zurück, oder? Oder? Oh, das klappt doch. Huhuhu, aber knapp. So, das da rechts werde ich jetzt aber erstmal später holen. Genau, kommt hier mal her. Am besten klettert da jetzt nach oben. Ich werde jetzt ein bisschen hier in die Irre führen. Wenigstens wären die auch langsam durch den Sumpf. Ja, das wäre echt doof. Nein, renn. Okay, das... Na, das war dumm. Das war sehr dumm. Och, nicht schon wieder. Christoph hat 3 Kisten und einige einzelne Birnen gesammelt. Etwas mehr als eine Kiste hat er den Kindern in der Nachbarschaft geschenkt. Wie viele Birnen hat er noch? Okay. So, es sind wieder 10 Birnen pro Kiste. Und diesmal habe ich die Traumblase nicht zuerst eingesammelt. Das ist doof. Also, das heißt, wir haben 2 Kisten noch übrig und 2 einzelne Birnen. Das heißt, eigentlich müssten es 22 sein. Stimmt. Ja. Aufgaben löst, darf weiterspielen. Immerhin, was diesmal war es richtig. Ja, komm hier, sei still. So, jetzt nehmen wir erstmal die Traumblase mit. Ja, bevor wir hier irgendwie wieder ein Problem kriegen. Ah, das ist doof, dass ich die Axt da jetzt nicht mitnehmen kann. Na, komm her. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da oben ran? Genau, kletter erstmal die Leiter hoch. Komm mal hoch hier. Genau das, so. Ah, das muss klappen. Komm schon, Pumuckl, renn! So. Och nö. Böse Falle. Kommt einfach mal hier hoch. Wenigstens kann man sie gut verarschen, das ist ja schon mal eine schöne Sache. So, auf geht's. Renn! Einmal die Axt geschwungen und ich glaube, hier hinten müsste auch genau das Endportal kommen. Ja. Die Smaragdhöhle hast du gemeistert. Das hast du. Danke. Schau nach rechts oben auf die Spielstelle. Ja, ich will eigentlich nur wissen, wie das nächste Level heißt. Dort siehst du 3 Bonusgegenstände. Solltest dir diese Kombination gut merken. Ja. Kann ich in den Videos nachschauen. Kombination, muss ich mir nicht merken. Die du in der Passwortabfrage benutzen kannst, um schnell an diesen Ort zurückzukehren. Ja, ist ja gut. Wieso sagst du mir jetzt nicht, wie das Level heißt? Das finde ich aber doof. Der Kräutersumpf, dankeschön. Ja. Den Kräutersumpf werden wir dann aber beim nächsten Mal machen. Wie gesagt, ich möchte ja nur ein Gebiet pro Video machen, damit die auch ein bisschen kürzer bleiben. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, um es nochmal mit den Worten des Klavautermanns auszudrücken. Tschüss!